Jetzt habe ich schon Folge pausiert und neu gestartet. Das heißt, hier diese Folge schon eine neue. Supreme Commander steht neben mir. Sehr schön. Ja, hier mit einer 4 gehe ich eigentlich gerne in die Stadt, aber wir haben jetzt wieder toll. Wir haben jetzt alle Leitsitz bei uns. Das heißt, eigentlich müsste das jetzt andersrum sein, wie es letztes Mal hier ging. Ja. Jetzt haben wir aber die Mathildas. Mhm. Ah, ich glaube, da muss ich gleich mal meinen Heat einpacken. Mhm. Heat ist das Nummer, die dritte Schuss, gell? Zweite Schuss, ja. Zweite. Alles Premium. Quasi. Ja. Wann schießt man eigentlich die 3? HE. Ja. Gegen sehr leicht gepanzerte. Okay. Ziele wie Artis oder Lights teilweise. Man muss halt wissen, wie stark die gepanzert sind. Das wäre dann schon hilfreich. Da kann man dann gut HE schießen. Gerade so ein Leopard, also auf der Stufe 10, die haben, oder die deutschen Lights, die haben relativ starke Durchschlagskraft auf der HE. Die können da im 1 gegen 1 andere schon gut rausnehmen. Und ansonsten. Ach, Mensch. Normalerweise kannst du es auch machen, um ein bisschen Schaden zu machen, gerade wenn du ein Ding zurücksetzen willst, eine Basecap oder sowas. Wenn du da nochmal reingucken, dass du das nochmal machst, das sind auch so Anwendungsfälle für eine HE. Aber ansonsten schießt man die HE so gut wie nie. Ja. Das ist relativ sicher. Ah, die haben doch eine RT. Hab schon gedacht. Ja. So eine nervige Mitten-Hobbitze wieder. Ja. Der Bischof oder was? Nee. Nee, Birchgang. Also ein komisches Ding finde ich, der kann irgendwie nichts. Ne? Hat jemand versucht, die zu spielen? Finde ich ziemlich schrecklich. So. Aber das kann ich einen Stein nehmen und rüberwerfen, oder? Ja, das könnte ich auch machen. Schön aussteigen und einen Stein rüberwerfen, ja. Ah, der hat das Trophäe, ja. Ah, der... Also Stadt und die Mitte ist auch eigentlich gefallen. Vielleicht. Hm. Ja. Okay, wie schnell schießt denn der? Stein. Sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich. Und Joe hätten sie den vierten ausgenommen. Ja. Und der Panzer 3J schon wieder zurück. Da war er. Mhm. Aber da steht irgendein SU wahrscheinlich auf dem kleinen Bergchen drauf. Ja, hier hinten am Eck. Ja. Die ist ein bisschen nervig. Und jetzt gedacht, ich weiß ein Bus, ich bin nicht blöd. Ich fahre zurück zur Base und versuche da noch ein bisschen zu unterstützen. Mach ich auch, weg hier. Ah, da ist die Sue. Ist gerade aufgegangen. Ja, der Cruiser ist reingepusht. War ein bisschen schlechtes Timing von dem. Mhm. Na gut, aber das sieht jetzt. Jetzt haben wir die besser aus, ja. Jetzt kann man eigentlich durch die Mitte durchfahren, oder? Und nee, würde ich nicht. Die Stadt ist noch nicht safe. Wenn du in der Mitte bist, wirst du von denen da Mitte zerschossen. Das da hättest du dich da drüben. Eben, der ist auch noch da. Ja, genau. Ach, bin ich passiert das.
Und ich sag's auch noch, Idiot. Ja, da lieber Piano, weil hier kann man relativ gut verteidigen, die Basis. Mhm. Wenn man da zu weit vorfährt, ja, dann wird man von der Stadt und von eventuell den Leuten, wo hier noch stehen, auch noch beschossen. Das ist dann. Ah, ich kenne den Hetzer. Ich dachte, ich ist der Florian Hetzer in der Stadt. Ah, der hat getroffen. Der Schuss. Komm ja her, Mensch. Vergesst auf euch zu wechseln. Weg. Das gibt's jetzt nicht. Schön, wenn einer so hinter dir steht, gell? Ja, das ist immer ein bisschen ungeschickt, ja. Wieso schießt der nicht? Und 14 TP. Weiß nicht, hat er vielleicht Angst. Ja. Brauchst du da Unterstützung? Nee. Ja, kannst ruhig da drüben gammeln, wenn du möchtest. Ich habe daneben geschossen. Jetzt kommt cool. Der. Engelchen flieg, ne? Oh. Jetzt schießt die wieder auf mich, war ja klar. Wohin durchschlagen kann, lieber Andreas. Nur unten in der Wanne. Oder von hinten. Oder ich mach die Luke auf und schmeiß eine Handgranate rein. Aber das wird schwierig. Ui. Aber jetzt ist er auch draußen. Dann schießt jemand hier auf mich. Au au. Siehst du, theoretisch kann ich das, Andreas. Theoretisch kann ich das. Und die Praxis, da räumt ist einer auf. Da ja hinten. Sehr die gut. Halt von hier. Da runter und in die Hand rein. Das ist so eine Sache. Und in die Hand natürlich auch noch. Da klappt es nicht so. Jetzt hier das Kerl. Er hat eigentlich auch unsere Art hier ausgenommen, fällt mir gerade ein. Da hinten rum. Ja. Da guck mal, da ist schon ein Kandidat. Genau, dann können wir Kreuzfeuer machen. Und da kommt rechts der Marder. Ja. Fuck. Na, wir sind live. Na, ich meinte. Fuck. Das war doch nicht. Das ist ja noch harmlos, gell? André. Das ist doch alles gut. Alles gut, würde ich schon sagen, ja. Ja. Spielt ihr überhaupt richtig? Das ist so gut. 4 kommt da oben. Ihr könnt eigentlich schon fast sagen, was ihr wollt. Ich habe 18 der Stream, oder wie? Nö. Aber ich sag dann einfach immer, ich distanziere mich. Von ja, den Aussagen. Okay. Ach, jetzt hat er den noch rausgenommen. Hoffe ich doch. Andreas, es klappt nach 10.000 Gefechten. Sagt man ja. Unter 10.000 ist man noch Amateur. Dann nimmt mich die Art hier raus. Mhm. Ach, Herrgott, zack. Manche hören nicht auch später. Kommt vor. Jetzt ist vorbei. Ich bin der Letzte. Ja. Der Letzte, nicht das Allerletzte. Oh, ach komm, das carryst du noch. Ja. Muss halt schon ein T-Cap geschwind. Das geht alles doch. Mit oder, André? Mit Premium-Mumpeln. Ja, 10 zu 14. Ich hab's nicht mehr. 10 zu 14 geht noch. Ich glaube jetzt am Wochenende, da kommt die Folge, wo ich diesen Panzerass mache. Wo ja, ich das gibt's doch nicht. Wo ich, glaube ich, 6 Kills hintereinander mache. Und dann gewinnen. Die Runde, ja. Ja, ich krieg den nicht zack, denn nicht. Ja, Mathilda, komm schon durch, wenn du kein Premium hast. Ach, Mensch. Ja, die Artis lieben Hetzer, ja.
Also ich werde wahrscheinlich die Top 15 schon schaffen. Top 10 wird schwierig. 15? Ja. Ich würde sagen, genau, Top 15 ist schon mal gut, ja. Ja. Den Minis wurde geschafft. Ja, ja. Habe ich geschafft. Ich stand halt da hinter einer Mauer und hinter dem Felsen habe nichts gemacht. Das war echt bescheuert. Deutsch gesagt. Habe ich dir sowas gewonnen? Ja. Ich will sie platt machen. Ich will sie rausnehmen. Vernichten. Die Weltherrschaft. Übliche halt. Oh ja. Großkaliber habe ich noch hingekriegt, aber hat wohl auch nicht gereicht. So. Macht nicht, Stefan. Ich glaube, nach dem Fight wechsle ich mal das Gefährt. Ihr zwei hört euch relativ jung an, also keine 40. Bin ich da richtig? Ja. Gut. Ich bin 34. Okay. Dann guck mal. So jung muss man nochmal sein. Ja. Da hätte ich nochmal 10 Jahre Zeit für Watt. Ja. Die hatte ich jetzt. Und der Stefan, wie alt ist der? 20. 20, Nein. Ich bin unwesentlich jünger als der Raker. Wie 30 hast du immerhin schon. Wie 30 habe ich schon, ja. Na ja, siehst du immerhin, dann hast du ja das Fegen auch schon hinter dir und sowas alles vermutlich. Drittel ist vorbei. Ja, so ist es. Sag doch sowas, ne? Jetzt bin ich wieder deprimiert für den Rest der Woche. Der Knackpunkt ist, wenn du irgendwas sagen musst, okay, du bist näher an der Rente als an deiner Ausbildung dran. Ne, das kann ich nicht sagen. Ja, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Dieses Jahr habe ich 25-jähriges Berufsjubiläum. Echt? Was machst du? Ich bin Banker. Ja, cool. Und wie alt bist du? Ich bin 42, wird dieser 43. Aber ich habe in 7 Jahren habe ich auch schon 25-jähriges, halt von dem her. Ist gut, ja. Und in 20 Jahren bin ich hoffentlich Rentner. Meinst du, kriegst noch welche? Als Banker müsstest du es eigentlich. Als Banker müsstest du es eigentlich. Das wäre einen schlechten Job. Wenn man sich dumm anstellt, dann nicht. Aber weißt, ich habe so viel Geld in der Bank rumliegen, da kann ich ja immer wieder was ausnehmen. So geht's eigentlich bei uns, weißt. Wir nehmen unser Gehalt selber raus aus der Kasse, weißt du? Ah, das ist ja auch cool, ja. Aber so denken manche Leute halt, gell? Halt, bist ja Banker, muss ja Geld haben. Sag ich, ja. Geschäftlich habe ich immer viel Geld. Wichtig ist ja, am Bäcker sein, ist ja vor allem, dass man Geldanlagen kennt und dass man weiß, okay, ich kaufe mir lieber Betongold, als dass ich mir den neuesten Ferrari mal kaufe. Das ist ja vielleicht auf Dauer besser. Der hilft dann ja auch, meine Rente bezahlen oder. Ne, wo man halt Geld investieren kann. Zweites Haus, drittes Haus, sowas halt. Wenn wir hier Trottel bezahlen, Miete, ist doch super. Sehr schön. Sowas halt. Endlich mal Damage hier. Ein B2, ja. Oh nein. Ich hab ihn nicht getroffen. Ja, in dem Moment echt auf. Unglücklich hier, ne? Hä, wieso komme ich denn bei dem denn durch? Ja, komm. Das sind ja Pappdinger auf der Stube, das habe ich ja schon hier völlig verdrängt. Und auch wenn man längere Zeit öfter höher gespielt hat, dann ist das da unten oft so. Am Anfang kannte ich mich auch gar nicht mehr aus, muss ich zugeben. Die Panzer, die sind irgendwie weit weg. Oder hinten, da von 38, dem, was man gewohnt ist. Ja. Der will da hinten hochkommen. Oder ist ein Gang da drin? Da kommt ein B2. Oh. Ja, ich hier ein bisschen blöd. Aber ich ja nichts zu holen. Ach doch, jetzt guck hier, jetzt lugt da hin. Was macht eigentlich der B2 da? Unserer? Unserer, ja.
Ja, das ist gute Frage. Warte, wenn er springen kann oder wie? Schade. Na, ich lauere gerade auf jetzt unseren gegnerischen B2, dass ich dem noch mal eine drücken kann. Den habe ich vorhin schon ganz versucht. Hab nur Abpraller und 65 Punkte, das ist das einzige, was ich da habe. Oh, jetzt war das auch, ne? Ja. Ach Mensch. So wie vorhin nicht begriffen, Operation Overlord, was muss man da machen? Normandie stürmen. Ja, richtig, das war, also Beschreibung habe ich mir das auch so gedacht. Ja, aber Strand drauf, dann muss quasi vor der Adi hin und her fahren, ab und zu mal auf den Bunker schießen, dann ist irgendwann der Bunker weg und dann muss hoch und dann muss wieder ein paar Bunker per Artillerie rausnehmen lassen, über Knopfdruck, also und okay, ab und da kommen halt die ganze Zeit Panzer. Nein! Da steht noch eine Sau. Das ist eine Sau. Eine Sau. Ja, Mensch, wir haben doch was gesagt. Nicht im Stream. Ich dachte, aber das ist eine Sau. Aber ja, aber das ist wirklich ein witziger Name für den Panzer, das stimmt. Ja, aber das haben die von mir auch schon alles gehört. Das kennen die schon, das ist alles gut. Ja, doch, der heißt doch Sau hier. Ja, ja, der heißt doch ja, Sau. Auf jeden Fall. Ja, ja. Also, Bartman schreibt, also Andreas, soll ich mir mal das Video André anschauen vom Mausakrobat? Ja, genau, das stimmt, das könnte mal ein guter Tipp sein, ja. Killfor LTU hat auch ein gutes Video dazu gemacht. Ja, das stimmt, das ist sonst ein Kanal. Ich wollte das nicht peinlich drauf gehen, deswegen habe ich es nicht offline gemacht. Ja, immerhin, ich auch. Also, hier gibt es irgendwie keine Beweisvideos, nix, alles gut. Meine Tränen sind trocken, alles okay. Nur gedacht, um Gottes Willen, was soll man da machen? Nur also T28 und der B2 sind ja fast leer. Also die sind. Stimmt, die haben jetzt irgendwie nichts mehr. Aber trotzdem ist. Eine ist hier nur zu, gell? Ja. 3J, der steht wahrscheinlich. Oh, da, ah, da. Ah, oh, die sind da hinten. Ah, oh, das ist uncool. Oh. Ach, die kämpfen da. Uiuiuiui. Ja, aber das sieht mich nicht. Kann das sein? Jetzt ist aber gleich der Tja. Mensch, wer blockiert mich denn jetzt für einen. Sag mal, ist ja unfassbar. Das Blockieren ist immer richtig nervig, ja. Den reporte ich jetzt. Aber mit Premium müsst beim B2 durchkommen. Ja, ich hatte keine Premium. Ich hab mehr. Keine mehr. Ach, ich hab beide nichts mehr. Aber die Stuka hatte noch ein bisschen was. Die ja. 28. Da brauche ich Käuplingen, glaube ich. Nee. Das ist ein Pub-Teil, das Ding. Ah, ja, ich bin noch voller HP, ich kann mir das leisten. Ich hätte sogar gesagt, was ist mit dir los, Stefan? Du bist doch Millionär, ist doch alles gut. Noch, ja. Noch solche Runden genau. Und dann irgendwann mal nicht mehr. Pay to win hier als Banker, das geht doch gut. Ja, frag mal meinen Chef. Oh, da haben wir gerade erzählt, 1,4 Millionen hat er hier gebracht. Im Spiel, das ist doch ganz gut. Da kannst du schon mal mit anfangen, wenn du nur 4 hast. Ja, und zwar da unten vor ihm Munition schießen. Der hockt wahrscheinlich da oben immer noch in diesem ranzigen Eck. Ja, genau. Der ist richtig. Ich würde jetzt nicht so für die freie Pläne sind. Na, bleib mal hinter dem Frack da. Ja. Ja, der aber ein Tannwehr, das gibt's ja nicht jetzt. Ja gut, da hinten gibt's so viele Büsche. Gibt's ja nicht. Aber jetzt, jawohl. Endlich. Sauber. Ratte 69A hat das Spiel gewonnen.
Sehr gut. So. Ich muss mich jetzt verabschieden. Okay. Hat mich sehr gefreut. Dann haben wir Platz frei für einen André. Ja, ich würde aber auch tatsächlich auch mich verabschieden. Ah, okay. Macht's gut. Ja, macht's gut. Aber waren trotzdem ein paar leider Niederlagen. Ziemlich harte, aber trotzdem auch ein paar coole Runden dabei. Ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Jo, ja, dann macht's gut zusammen. Ja. Ciao, ciao. 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 So, dann das alte Team wieder, André. Ja. So, ein bisschen Geld draufgezahlt natürlich wieder. Oh Gott im Himmel. Eine Winrate von 39% mit dem J. Ja, jetzt sollen wir fahren sollen. Ich habe jetzt 8er gespielt und ich habe 4 Spiele gemacht, 3 gewonnen. So macht man das. Ja, 8er ist halt, ja. Wenn wobei ich, kaum. Das bedeutet, ich müsste einfach 2 Panzer fahren dürfen. Dann haben wir auch 8er. Die letzte Runde habe ich halt auch nicht gut gespielt. Das ist natürlich so. Und dann, ja, da war aber nichts zu treffen. Weiß nicht mehr, war halt nicht drin, aber ich habe immerhin 3-mal den 5er eingesammelt. Okay. Jetzt in Augustus 91. Ja, wobei das geht so, den kann ich auch nochmal in meine Friendes packen, Augustus 91. Mhm. Vom PLSNO Clan, ich weiß nicht, wer von den beiden das war. Das auch der Stefan war oder nicht. Erstmal auch wurscht. Jedenfalls ist er erstmal auch in meiner Liste. Und was wollen wir denn jetzt machen? Wie wäre es mit Gewinnen? Ja. Ja, G und Winnen wäre echt super. Kann ich dir nicht versprechen, aber wir können es ja versuchen. Hey, du hast dich angekündigt mit, hey, hier kommen hier 8er-Gefechte, alle gewonnen. Das möchte ich auch hier sehen. Ja, vielleicht ist ja mein Glück auch schon wieder verbraucht. Das, Ich möchte jetzt von dir, dass du in dieser Folge alle deine Panzer auf Stufe 4 zum Panzerast machst. Hier live das im Fernsehen. Naja, das weiß ich nicht, das ist nicht so gut. Das hat tatsächlich. Wer war denn das? Ach, der Mailand hat das tatsächlich mal gemacht. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Wie war denn das? Der hat, glaube ich, 3 Sterne an die Kanone gespielt bei Panzern innerhalb einer Zeitfrist. Ich weiß nicht, wie war das bloß noch? 20 Panzer in einer Stunde, wo er den 3. Stern an die Kanone gespielt hat. Da muss man aber wirklich schon gut vorplanen, damit das alles so gut klappt. Man muss halt wirklich auf 99,8% fahren oder 99,9% und dann die nächste Runde am besten auch gewinnen, damit das wirklich in einem Versuch klappt. Wenn du verlierst, verlierst du auch schon gleich wieder Prozente für deine Erfolgsmarkierungsrate. Also da muss man schon irgendwie wirklich erheblich gut drauf spielen und so weiter. Ja, das ist so ähnlich, wie man früher mal Tennis spielen konnte und hat trotzdem nichts mit Boris Becker und Wimbledon zu tun. Nicht wirklich, nein. So. Sind schön überall verteilt. 38 NA hat seinen Platz gefunden, doch bald. Da ist ein Ziel. Weiter, immer weiter. Hier wird schön. Na gut. Hier Hydrant oder was? Holy. Das ist tatsächlich ein Wasserstoffpanzer, der heißt es in der Geschichte. Das gab es auch damals schon. Ja, ja, die hatten damals richtig viele Sachen. Auch Elektronik. Es gab auch schon einen elektrischen Panzer, aber die haben auch festgestellt, das geht halt nicht. Das wird nicht funktionieren. Ein E-Panzer. Ja. Haben wir da Dinge?
Die bewegen sich nicht, wir bewegen uns nicht. Vor allem, wir haben ja wirklich links und rechts oben alles so ein bisschen unter Kontrolle. Findest du? Ja, noch. Also. Das ist so alles ausgeglichen im Moment. Ja. Aber zumindest halt die Position stehen. Da kann eine Seite nicht durchbrechen, das habe ich so gemeint, weißt du? Ja. Unerwartet auf einmal stehen die da oder so. Naja, was, da lasse ich jetzt erstmal unseren BT-7 draufgehen, den ersten Lux. Den Chenu, aber der ist ja zum Glück ein Fünfer. Der, das merke ich, wenn die ihn beschießen. Da kann ich schnell wegfahren. Eieiei, die Stuck hat bisschen was gegessen. Nein, eins. Hier kam gerade noch ein Schuss an, ich weiß auch nicht warum, der hat mich nicht gespottet, der Lux hier. Der kann eigentlich gar nicht offen sein. Der Panzer 4 F2 hat auch gerade ein bisschen was verloren. Den gab es zu Weihnachten zum Beispiel geschenkt. Mhm. Oben pinkt einer SOS. Warum ist dann Mathilda? Der Schuss fällt auch runter. Interessant ist bei dem, ich kann drauf schießen, ohne aufzugehen. Ich schon, ich stehe weit durch hinten. Da kommt noch ein Kunde. Valiant aus England. Das ist sogar ein Fünfer, meine ich. Und jetzt zeichnet sich aus, dadurch, dass man auch mit Goldmunition nicht durchkommt. Ich finde das Ding wirklich gut. Ich fahre meinen eigenen gern. Junge, in dem Moment klaut er mir die Credits. Fünfmal abgeprallt. Hm. Zehn Minuten haben wir noch. Alles easy. Da ist ein T28 zugegangen. Ja. Okay. Jetzt müssten ja die Lights vorgehen und aufmachen. Die Arti. Wow, er schießt blind hier rein mit dem Mattel in den Busch. Das hat er gut gemacht, er hat auch getroffen. Das sind, glaube ich, sogar zwei Martellas. Das sind sogar drei insgesamt. Getroffen haben mich zwei. Das haben sie im BT-7 da vorne auch erwischt. Deswegen muss ich mal. Das weiß ich nicht. Komm mal blind davor reinfeuern. Ja, ich kann ja nicht schießen. Jetzt gehe ich auf und dann nehme ich das Ende von dem BT-7. Das ist ein relativ bedauernswerter Panzer. Keiner bewegt sich. Das ist gut. Also Unterstützungsschaden habe ich noch gar nicht. Ich habe zwar einige Male geschossen und bestimmt auch schon 30.000 Munition minus gemacht. Aber keiner will zu den Matthias vorfahren, ne? Nee, die sind nicht so dumm, also muss man schon sagen. Und der Berggruppe ist auch besetzt von beiden Seiten. Das ist jetzt so Pazzi oder Zoll. Wo wir mehr Panzer. Na, wollen wir, wir haben weniger Panzer halt. Ich bin jetzt mal falsche Taste. Aber die kriegen das natürlich nicht. Dann treffe ich ihn halt. Die habe ich noch hier aufgemacht. Wollte ewig leben. 191 hat er schon verloren. Siehst du, du hast auch noch einen schönen Hit mitgemacht. Siehst du, wunderbar. Sehr gut. Geschossen bin ich aufgegangen. Das ist natürlich gut. Aber dieser VK30, der ist für mich zu tief. Hinter der Straße, oh, wir sind der Valiant inzwischen vorgekommen mit seinem Kumpel.
Ein Fahrer, der liegt bei mir in der Ecke. Du bist jetzt der Letzte, der da vorne steht. Du kannst taubos ab, also ich fahre jetzt Richtung Artillerie und dann gehen wir natürlich auch nicht mehr, aber die AT verpasst dich, wie du siehst, auf der Minimap. Und wir müssen noch schreiben AT Run. In der Hoffnung, dass der das tut. Noch schießt er auf die. Wie schnell wir sind, das macht doch Spaß. Wobei du ja erschreckenderweise noch schneller bist als ich. Was? Noch nochmal ein Stunt hier für die Zuschauer. Juhu, was ein Sprung. Ich hab auch gebremst. Ich hab gerade gesagt, wo bist du denn geblieben? Aufgegangen. Mhm. Den habe ich getroffen. Down bist du, Ocean Trader. Ich fahre mal nach Norden, Stefan, weil der hat mich aufgemacht. Jetzt kommt der VK-30, hat den AMX-Artillerie rausgenommen, aber sie wollte ja auch nicht wegfahren. Ich habe ihr gesagt, sie soll wegfahren, hat sie halt nicht gemacht. Jetzt ist halt blöd. Getroffen. Mach mich auf, okay, jetzt ziehen mit 5 Mann auf mich. Uiuiui. Nicht schön. Die AT habe ich ausgetrickst. Also nicht weggefahren, ich fahre weg vom Bahngleis, Stefan, da gewinnen wir nichts. Wenn die jetzt herkommen wollen, aber. Ja, die treffen uns auf jeden Fall, das ist also nicht gut. Nur die Arti, siehst du auf der Minimap, wie die hier gerade eben eingeschlagen sind. Einfach richtig alle. Ich habe jetzt den Gebüsch gefunden, da haben wir zwar noch nichts gewonnen, aber die Idee ist jetzt, wenn die Gegner kommen, dann schießen wir auf die. Wo ist jetzt unser F2 auch erwischt? Und schon sind wir im Kreis angekommen. Vielleicht kommt ja also auch niemals jemand zum Bahngleis. Das kann natürlich sein. Zu zweit sind sie drin, also fahre ich da jetzt hin zum Resetten, wenn wir noch ein paar XP kriegen dafür. Bin zu dritt da reingefahren, okay. So, wenn du den bohrst, kann ich vielleicht von hier oben auch drauf schießen. Glaube ich nicht, weil der Bahndamm so hoch ist. Die Idee war gut von dir, aber der Bahndamm ist hoch. Guck mal, hier ist ein Ziel. Kannst ja versuchen, ob du ihn treffen kannst. Ich bezweifle das. Und es ist ja auch der Valiant, der mit der Panzerung. Ich hab die zwar alle aufgemacht, jetzt brauchen wir uns die keiner. Also alles easy. Bisschen meine Kette ist unten. Junge, den Motor reparieren hier. Das war knapp. Das war knapp. Kommen sie wirklich hierher zu mir? Das macht mich traurig. Also ich muss weg hier. Die hin, die sind gleich hier. So, ich fahre nach Süden. Vielleicht kann ich unserem Steward helfen, die Artillerie zu killen, denn er hat es nicht geschafft. Ich wurde von der Artillerie erschossen. Ich weiß nicht, kann in der Base glaube ich nicht viel Sinnvolles tun. Was macht er denn hier? Natürlich. Man macht doch einfach den Fahrer wieder da rein. Was ist denn hier? Fuck you, was ist denn hier los? Es gibt ja wirklich nicht viele Reparaturtasten, aber eben habe ich mich wirklich zwischen drei Tasten da völlig verklickt. Bin ich nicht lebend rausgekommen. Oh. Ja. Naja, war nicht glorreich. Ach, du bist auch raus. So, ne. Ja.
Ja. Ja, haben wir hier irgendwie verklickt mit meinen Reparaturtasten und dann war das erledigt. Zwei Reparaturtasten sind einfach eine zu viel. Oh. Und jetzt wechsle ich mal das Gefährt. Nervt mich schon. Platz. Und ich 36.000 sieh mal minus, alles gut. nehme die Mathilda. Das ist nett. Ich weiß nicht, warum ich das Scherenfernrohr drauf gemacht habe auf die Mathilda. Ja, im Notfall, wenn du wirklich stehst, kannst du halt wirklich weit gucken, so wie eben. Hätte dir das natürlich was gebracht gegen diese Light Tanks, die da wirklich weit weg waren und die dann irgendwann auf uns Ja. zugekommen wären. Dafür benutze ich das. Ich kann natürlich sagen, das brauchst du nicht, da kannst du alles andere nehmen. Kannst du ja auch, bist ja frei in der Auswahl. Aber das musst du ja letztendlich selbst entscheiden. Ich hasse das, wenn ich meine Gegner nicht selber spotten kann. Das kann ich hier in diesem Ergebnis sagen, weil ich hier nämlich als 609 Unterstützungsschaden habe, weil ich 11 Panzer, nein, das waren 11 Hits, die ich gekriegt habe. Na gut, gespottet habe ich tatsächlich nur ein einziges Vehikel, alles andere habe ich Unterstützungsschaden gemacht. Und das geht dann bei dem gespottet sein immer um den Erstspot. Danach habe ich ihn aber ja trotzdem gesehen, weil ich ja trotzdem 609 Unterstützungsschaden habe. Und das kannst du einfach nicht mit 350 Metern Sichtweite. Deswegen, das ist der Grund, warum ich mit Scherenfernrohr fahre, weil es immer wieder Karten gibt, wo man das braucht. Ja. Und so wie auch hier werde ich an diese Position hier fahren, Richtung G8 und werde versuchen, die hier hinten zu spotten und hoffen, dass irgendeiner die trifft. Ich selber will mein Feuer ja zurückhalten, damit ihr schießt und ich nicht aufgehe, weil ich ja nicht schieße. Den gewinnen wir. Das doch, glaube ich, Wenn ich ankomme, ja. ein prämienverdächtiger Vorschlag. Also du kommst gar nicht mit mir. Du könntest natürlich auch hier über die Einserlinie durch den Schlauch Ja. fahren. Da brauchst du kein Scherenfernrohr. Da kannst du nicht 400 Meter weit gucken, weil da sind halt überall Kurven und Wege und Die Felsen und Hügel. Wolverine schiebt mich, sehr schön. Danke. Genau, das ist ein schöner TD. Na, der hat eine schöne Kanone, das ist ein besserer M8. Den wirst du auch bekommen und es dauert nicht mehr lang. Hier ist ein Sturmgeschütz, wenn ich es treffen würde, hätte ich es auch gekillt, aber ich habe es noch einmal gehabt, okay. 14 km/h. Zog B gegen mich auch aus, also ich habe ihm fast mitgeholfen. Du musst halt alle Geduld zusammennehmen und dann kommst du da klar. Hier sind nicht kein Haar. Jetzt wird schneller. Naja, wie du siehst, in der Stadt ist gar kein Panzer von uns und deswegen sind da echt viele Rote. Das ist natürlich noch völlig in Ordnung, bis sie dann gleich zu uns an die Base rausfahren würden. Mit 6 Panzern, dann sind 3 Verteidiger echt wenig, aber ist ja ganz gut, die Kameraden sind ja da. Scheiße, vor uns in dem Weg steht ein AT2, der früher besser gepanzerte englische Jagdpanzer, den man von vorne kaum beschädigen kann mit anderen Vierern sowieso nicht. Aber der fährt immerhin. Wir machen einen Platz frei hier, ich komme mit Tempo 50. Dann Okay, ich habe ein Problem. T1 habe ich mir Heavy gedacht. nennt sich das. Habe ich mir gedacht. Ich schließe den Klar, ich habe AT2 ein jetzt nochmal schön KV-1 noch zu. neben mir, aber. Ich habe den AT2 rausgenommen, damit steht es jetzt 2-6. Okay, gewonnen haben wir immer noch nicht, aber ich habe noch 100% HP. Junge, ich werde angekarrt von hinten. Aber hier ist eine Matilda in der Feindbase. Zur Verteidigung und deswegen. Penetrate
Dann lösen wir die große Zahl. Irgendwas machen wir, rushen jetzt hier rein zur Base. Da ich hier auf der freien Wiese rumfahre, bin ich mal gespannt, wie lange ich das noch kann. Ja, siehst du? Da ist zum Beispiel ein... Ja, der Motor ist auch kaputt und alles ist kaputt. Ich bin relativ gelangweilt jetzt. Bei 2 zu 7. Ich hab zwar einen Kill, aber... Da brauchen wir nur noch den T67, die auch zu Kills in der Lage sind bei uns. Ich hatte gerade 2-3 Gegner. Ich bin noch ganz flicks weggefahren. So wie es halt geht, ja. Mhm. Hätte man natürlich sagen können, ich und der Mathilda und wir zu zweit nebeneinander her, hätten wahrscheinlich länger ausgehalten. Schwierig wäre es trotzdem gewesen, aber vielleicht praktizieren wir das jetzt gleich mal. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, guck mal, ich habe die 8er, 9er Linie mit durchgedrückt da und jetzt sind wir mal zu dritt in der Feind Base. Ja. Die rote Mathilda ist raus, der T14 killt gleich den den T6 Medium. Bin nicht so sicher, ob das so schlau ist, aber ich könnte mir vorstellen, der macht das gleich noch. Aber jetzt kommen die sicherlich auch gleich alle aus dem Stadtzentrum zurück zur Verteidigung der Basis und dann wird es auch schwer, vor allem der T67 ist so schön versteckt da, aber er kämpft halt auch nicht. Deswegen bringt das auch nichts für den Sieg für uns. Er hat 294 Elite-Rang immerhin. Er hat auch 2 Kills. Das ist sicherlich irgendwie gut. Es muss zu irgendwas gut sein. Gucken, was General Snow macht in seinem T6 Medium. Der guckt hier Löcher in die Luft. Ja. Wo guckt der da hin? Das weiß man nicht. Er genießt die Aussicht. Ja, vor allem hat er gleich verloren in 3 Sekunden. Dann werde ich eine Luft gucken. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Grüß dich. Wie läuft's bei euch? Es bei mir so. Bescheiden. Es geht so. Na gut, ich habe heute schon 9 Spiele gemacht. Bei 66,67%. Komm mal zu, das kann nur schlechter werden. Ja, nee, ich möchte den D-Day da fahren. Ah ja. Ach so, da habe ich keine Ahnung davon. Habt ihr schon gemacht? Ich bin schon durch, ich habe keine Ahnung. Stefan sagt, der ist fertig und ich bin jetzt auch fertig, weil Stefan sagt, das ist fertig und das war ganz leicht und ich habe es irgendwie versucht. Und ich bin auf Regular, nicht auf schwer. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe nur Gefecht geklickt. Abkanal habe ich schon, aber hier habe ich es noch nicht. Ich habe nur Gefecht geklickt und das hat auch nichts gebracht. Ja. Seid ihr noch im Gefecht? Nee. Nee, wir sind jetzt gerade in der Garage. Na dann kommt, dann lad mich ein, dann machen wir ein paar Runden. Wenn ihr Lust habt. Dann macht das mal. Ja. Hier, okay. Ja, immer noch. Ja, ich habe Stefan eben alleine fahren lassen mit seinem Vierer, war mit meinem 38er nah unterwegs und dachte, ich kann schön was aufdecken, habe den Weg in die Feind besser freigespottet mit 3. Dann ist der Stefan auf dem KV1 getroffen und auf dem T1 Heavy. Da hat er mit einer Mathilda natürlich auch keine Chance gehabt. Plus T6 Medium. Ja. War ein bisschen blöd. Schauen wir mal. Aber wenn man zusätzlich noch eine macht, der dann wahrscheinlich auch noch aus dem Hintergrund mitschießen kann, dann sind es 3 Kanonen gegen einen KV-1. Das wäre sicherlich besser. Habt ihr keine KV-1 in eurem Repertoire? Doch, aber du kannst ja nicht mit. Du musst ja immer gleich einen Tierpanzer haben. So stimmt, ja. Das ist das Problem. Hm. Du willst ja noch sparen. Ja. Ja, 4-5 ist, glaube ich, auch hartes Fahrwasser, wenn du da mit deinem ersten Panzer einsteigst. Und selbst wenn wir dir empfehlen würden, kauf dir ein KV-1, dann gewinnst du mit dem ja, gut, sowieso aber nicht. Ich bin ja ehrlich, ich habe ja noch keinen 5er freigespielt. Warum denn nicht? Erreicht hast du diese forschungsmäßig schon einige, habe ich gedacht. Nein, ich muss sie alle noch erforschen. Ich bin am Erforschen von denen. Ich hab schon gedacht, du bist längst weiter mit deinem Mathilda und so weiter. Ja, du musst doch längst den Nachfolger haben.
Nee. Da komm hier. Wargaming. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen will. Also stohlen, ich würde nicht viel anders machen als sonst, das ist natürlich ein Problem. Für viele Dreier, so ist es ja nun nicht. Ja, deswegen ist halt die Frage, wollen wir auf die 9er Linie und dann nach Norden fahren? Wir sind ja die Top-Tier-Tanks, oder wollen wir uns ohne nachzufragen im DW2 an die Ketten heften? Ich weiß nicht mehr, wo der ist, der DW2. Ach doch, der fährt hier vorne, der fährt auch in der fährt auch Richtung 9er Linie. Der hat uns schon mal zugehört, das ist ja gut. Wir haben nur ein 2J auf unserer Position, toll, der wird uns auch nicht retten, aber. Bis wir dort sind? Der hat immer 70 Euro für einen Premium-Panzer bezahlt, das ist schon mal gut. 2J. Lux, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Der M81 haben wir jetzt durchschlagen. 72. Da war ich allerdings hier noch ein bisschen weiter rechts. Der steht hier irgendwo geradeaus, da wird er sein. Können ihn halt nicht spotten, ne? Ich werde da vorne nicht reinfahren, nachdem wir zwei jetzt gekriegt haben, die mich durchschlagen haben, fehlen mir schon. Fehlen mir schon 80 HP. Thomas, ich höre irgendwie Nebengeräusche bei dir, alles okay? Ja. Ich soll reden, du wolltest. Achso, weil ich gehustet habe, oder? Dein Mikrofon ist sehr empfindlich. Ah ja, okay. Gemein, du schießt einfach auf mich, du. Er macht A1. Oh, der hat schon ganz schön verloren. Ich fahre jetzt zurück, weil der ist ein bisschen enger.
Ja. Zu dritt, ne? Ja. Ja, noch gerade vor. Der bleibt ja alleine, weil ich ja beschlossen habe, dass wir jetzt Base Defense machen mit Thomas zusammen. Er kann ja sagen, Jan oder vorfahren, wie er will, dann ist er trotzdem tot, weil da fünf Gegner sind. Das sieht man jetzt an der Map. Der wird da nicht lange bleiben. Bleib mal schon hier und gucken, ob ich den einen oder anderen mal senken kann, bevor er weg ist. Dann wird er wahrscheinlich gleich reinschreiben, Loot Team und ja. Da kann ich dann auch nichts ändern. Was macht dieser Halbe? Dann sagt Jano, ist tatsächlich noch ein Gegner, der da irgendwie, aber jetzt. Penetration! Junge. So. Hab ich ausgenommen. Den sah Jano. Den Gegner, ja, sehr gut, genau. Ja, nicht schlecht, da habt ihr drei Gegner, die da die Feindbase verteidigen und ich muss jetzt weiterfahren, damit ich Thomas noch unterstützen kann. Der ist ja auch so ein B1 zum Beispiel. Der ist 35. Hm. Ja, da gehen unsere Angreifer jetzt natürlich verloren. Ja, schwierig für dich da oben, Stefan, siehst du ja. Aber hier unten ist es auch schwer. Wenn wir mal in Führung waren, ist es jetzt vorbei. Jetzt sind wir die letzten drei Überlebenden von Team Grün. Das wird also immer spannend, ne? Ja, ich habe halt jetzt überhaupt keine Aufklärung. Ich weiß überhaupt nicht. T29, ich weiß nicht, wo er ist. Wo soll ich ihn hinziehen, ja? Nein, der ist bei mir außerhalb des Sichtkreises sowieso da, aber beides weg. Es kommt ein Lux dahinter Stefan an, aber da kann ich auch nichts machen, weil der auch so weit weg ist. Und wenn ich da jetzt hinfahre, dann bist du ganz allein im Gebirge. Der bringt auch nichts. So, jetzt bin ich draußen. Konnte nicht wegfahren. Drei Leute haben mich attackiert. Nee, ist klar. Da ist wieder der F30. Okay, das ist mein One-Shot. Trotzdem passt der Killshot nicht. Junge, der Lux trifft mich von links. Wie kann der Lux mich von links treffen? Und der B1, der klettert schon zu dir rauf, da. Naja, den kriege ich kaum. War jetzt wieder unsichtbar. Der Lux kommt gleich von hinten bei dir. Ja, ich mag das schon. Und wenn nicht, dann der F30. Ich bin ja im Interesse, im Fokus des Interesses hier. Guck mal, der denn da. Ah, Abpraller, du. Das geht auch nicht. Also nichts machen, waren halt echt viele. Und trotzdem, also die Dips schon die besten, das ist so. Ich jetzt habe zwar keinen Kill, aber ansonsten der Rest weiß ich nicht, der war glaube ich jetzt auch nicht so toll. Läuft da noch Musik neben dir bei Thomas? Bitte? Läuft bei dir noch Musik nebenher? Nein, hier ist alles, hier ist nichts. Weißt du, da. Was ist bei dir, André? Ich hab da nichts, gar nichts. So. Zwei Kills.
gut, also ich würde auch weiterfahren. Der Panzer war nicht schlecht. Und, So, wir haben Mitternacht. 7.6.